Ja, Velocità della Luce. Oggi, heute, die Piraten. Ich stelle das noch vor. Am 17. April, heute, Dienstag, mit dem Berliner Tagesspiegel, der Vollzeitung, die sich am Berliner Zeitungsmarkt versucht zu behaupten, gegenüber dem großen Angebot der überregionalen Zeitungen wie beispielsweise Frankfurter Allgemeine Zeitung oder Süddeutsche Zeitung in Berlin. Der Tagesspiegel, eine Vollzeitung, das heißt, er hat alles über Gott und die Welt, einschließlich natürlich lokaler Dinge von Berlin. Auch wie die Berliner Zeitung. Der Tagesspiegel heute bringt wie alle Zeitungen sehr, sehr groß und auch die elektronischen Echtzeitmedien hier Breivik gesteht und dann erklärt sich für unschuldig. Das Thema von diesem, wie es in den Schweizer Abendnachrichten, ich gestern Nacht gehört habe, wie ich finde, zu Recht formuliert worden ist in der Anmoderation, der widerliche Mörder. Ja, über 70 Leute oder 60 Leute oder junge Menschen erschossen dort. Und da gibt es gar nichts dran zu beschönigen. Und wer also sich aufgrund seiner psychologischen Disposition auch bei Autounfällen gerne zufällig in der ersten Reihe aufhält, weil er neugierig ist, weil er damit bestimmte Angst und Tabus bei sich selber, wirkliche Schwächen antrifft, von denen er vielleicht gar nichts geahnt hat, denen er jetzt nicht ausweichen kann. Ich verurteile keine Schaulustigen. Schaulust hat was mit Lust zu tun, es hat aber auch was mit Bedürfnis und mit Not zu tun. Wer sich an diesen norwegischen Massenmörder abtun muss, Schaulust oder sonst was, soll sich aufregen, soll es tun, aber was doch eindeutig klar ist, der ist sowohl staatsrechtlich wie polizeipolitisch, wie auch ganz allgemein menschlich überhaupt nur im gefährlichen und unmöglichen Bereich, der die Regeln nicht einhalten kann und dann auch noch sagt, er will sie nicht einhalten. So haben wir dann in Norwegen ein eigenes Strafrechtsspiel, das ist nicht zu vergleichen mit den sehr unterschiedlichen Strafrechtsspielen in verschiedenen Ländern. Todesstrafe gibt es in Norwegen nicht. Todesstrafe würde das Problem auch nicht lösen. Also Breivik in Oslo. Und auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Seite 1 das Thema, hier ganz groß, Prozess gegen Attentäter von Oslo und Utøya eröffnet. Breivik bekennt sich zu den Morden an 77 Menschen, habe in Notwehr gehandelt, behauptet er. Und hier oben ist ein ganz vernünftiger Kommentar von Georg Paul Hefti. Und er sagt letztlich, der Fall ist kein Grund, um an der Richtigkeit der europäischen Strafordnung zu zweifeln, die die Todesstrafe ausschließt. Ein Wahnsinniger könnte ohnehin nicht zum Tode verurteilt werden und ein zurechnungsfähiger Täter wird eines Tages seine vorgeschobene Heldenhaftigkeit verbraucht haben. Dann muss er sich selbst und seinen Massenmord stellen. Für einen heute 33-Jährigen wird das schwer erträglich werden. Gut, die Sorge haben wir jetzt dann aber doch nicht. Denn ich wollte hier mal übergehen zu dem, was mich hier heute viel mehr besorgt. Ich habe heute in den Echtzeitnachrichten gehört, in der Ukraine, den Ort kannte ich nicht, ist ein Atomkraftwerk so havariert, dass es notabgeschaltet werden musste. Angeblich gäbe es keine radioaktive Vergiftung der Umwelt, es würden keine Strahlen rauskommen aus dem havarierten Reaktor. Was im Einzelnen da jetzt passiert ist, weiß ich nicht, habe ich jetzt inzwischen auch nicht rausgekriegt. Was ich aber weiß, ist, dass in solchen Fällen eigentlich immer gelogen wird. Insofern müssen wir die Ohren und die Augen aufhalten, ob jetzt aus der Ukraine von dem kaputten Atomkraftwerk weitere Nachrichten kommen oder ob Scheinnachrichten kommen oder so. Gut, das ist mir mein heute wichtigstes Thema. Deshalb finde ich es auch wirklich nochmal nötig hinzuweisen auf meine Lichtgeschwindigkeit von gestern, nämlich dieses ausgestrahlt Aktion Unterschriftensammlung, die sich gegen Europäische Union Subventionen der Atomwirtschaft richtet, Unterschriftensammlung ausgestrahlt. Bitte kann man auch online mitmachen, wenn man nicht auf der Straße Unterschriftensammler trifft, für ausgestrahlt unterschreiben, für das Abschalten, für die erneuerbaren Energien auf der anderen Seite einzutreten. Gut. Immer für das Gute gegen das Böse, dass sich auch alle ordentlich langweilen und einschlafen. So, alle, die noch nicht eingeschlafen sind, jetzt hier
Die Piraten treten für ein neues Urheberrecht an. Die Grünen halten dagegen. Da ist etwas diskutiert. Ich kann nur auf die Piratenpartei.de hinweisen. Da informieren nämlich die Piraten ständig. Und dann habe ich vielleicht hier heute noch zu sagen, aus dem Tagesspiegel aus Berlin, das Thema Maulkorbzwang, also die angedeutete Veränderung, nämlich Beschränkung des Rederechts unserer deutschen Parlamentarier im Deutschen Bundestag, ausgehend aus dem Kreise von CDU und CSU. Das heißt jetzt also, das soll doch nicht beschränkt werden. Dazu haben sich die Piraten von Anfang an exakt genau und verständlich positioniert. Die Piraten wollen eher mehr Rederecht, mehr Unabhängigkeit der Parlamentarier, die nämlich eigentlich ja nach den Regeln nur ihrem Gewissen verpflichtet sein sollen, aber in der Praxis vollkommen ihren Fraktionen und den Fraktionschefs, schließlich der Parteiführung ihrer Parteien, unterworfen sind. Die Piraten haben sogar erwogen, dass wenn Parlamentarier, die nicht auf die Redeliste oder Wortmeldung ihrer eigenen Fraktion kommen dürfen, dass sie dann als Gastredner der Piraten eventuell auftreten könnten oder so. Naja, zumindest nur mal zu sagen, das Thema Rederecht, hier ist es auch nochmal, Rederecht, Tagesspiegel von heute, wird neu verhandelt. Das haben wir auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nämlich vorerst keine Veränderung des Rederechts im Bundestag. Frankfurter Allgemeine Zeitung am 17. Januar. Lammert setzt sich durch, neue Beratungen womöglich in der kommenden Woche. Also Lammert setzt es durch, die Piraten haben es gefordert. Das finde ich ganz schön. Wir sollen es also immer mitlesen am Rand, wie das eine und das andere zusammenkommt. Dann habe ich noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier viele Sachen natürlich, aber zwei, die ich mir gemerkt habe, hier auf Seite 8, FAZ von heute, Dienstag, dem 17. April 2012, Entern, vom Entern und Kentern, da wird dann darüber geredet. Während die Piratenpartei in Sachsen-Anhalt das Wahlalter auf 12 Jahre senken möchte, warum nicht gleich auf 8? Denn Lesen und Schreiben sowie Kenntnisse in Seeräuberei müssten für ein Mehr an Bürgerbeteiligung ausreichen, Fragezeichen, wächst bei vielen politikerprobten Landratten die Angst vor der neuen Bewegung, die im Bund angeblich zwischen 6% und 13% pendelt. In Nordrhein-Westfalen scheint nach Berlin und dem Saarland der Einzug in den Landtag so gut wie sicher. Und da wird hier der Stuttgarter Ministerpräsident Kretschmann zitiert, er warnt vor einer Protestpartei, der Grüne warnt vor einer Protestpartei, die gewissermaßen denkt, das Geld wächst auf den Bäumen. Zitat Kretschmann. Jetzt wollen Bündnis, Bundesgrüne das alles umsonst Programm der Piraten demaskieren, statt sich selbst die Frage zu stellen, warum die Ablehnung aller und alles Etablierten immer weiter wächst. Das ist hier mit RAB unterzeichnet als Abkürzung, weiß ich nicht. Also Frankfurter Allgemeine Zeitung hat die Piraten, und zwar nicht polemisch hier, sondern im Grunde genommen in die allgemeine Nachrichtenführung eingebunden. Das ist eine Art von Informationsdesign, worauf ich eigentlich Wert lege, dass mir die Zeitung, die ich täglich kaufe, zur Information dient. Und ich kaufe dann auch verschiedene, dann kann ich dann auch noch immer mal ein bisschen vergleichen. Ich hatte noch etwas mir angezeichnet, mal sehen, ob ich das noch finde. Also interessant ist es immer allemal, was man hier hat. Vom Himmel hoch, da kommt sie her. Tja, es soll wohl nicht sein, aber ich habe dann noch im Tagesspiegel etwas hier unten Tagesspiegel Berlin, Seite 4. Grüne wollen gegen Piraten und große Koalition kämpfen. Düsseldorf, die Grünen wollen den Höhenflug der Piraten stoppen. Das kündigte Parteichef Cem Özdemir am Montag an.
Seine Partei werde thematisieren, in welcher Konstellation der Wähler tatsächlich mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung gewinne. In einer großen Koalition wäre dies nicht der Fall, sagte er mit Blick auf ein mögliches Vielparteienparlament, das nur eine Koalition von CDU und SPD erlauben könnte. Auch die Grünen in Nordrhein-Westfalen gingen auf Distanz zu den Piraten. Eine Zusammenarbeit sei auch dann ausgeschlossen, wenn SPD und Grüne bei der Landtagswahl Mitte Mai keine Mehrheit erreichten, sagt die Grünen-Spitzenkandidatin Silvia Lörmann. Gut, und ich möchte mal dazu jetzt sagen, als ehemaliger Grüner, ich weiß, warum die Grünen zu den Piraten auf Distanz gehen. Ich weiß aber auch, warum viele Grüne zu den Grünen auf Distanz gehen. Und viele Grüne, wie ich zum Beispiel, Pirat sind. Und das soll es mal heute sein von der Lichtgeschwindigkeit. Und ansonsten gute Fahrt. Hier bin im Gelände wie immer, und zwar im Piratenwahlkampf in NRW mit diesem wirklich gelungenen Faltblatt. Da werde ich dann die Tage mal einige Sachen auspicken und